Enterprise beschreibt sehr stark den Markt von der Anforderungsseite her. Das heißt, Enterprise-Kunden, Enterprise-Projekte haben Anforderungen im Bereich Performance, im Bereich Skalierung, im Bereich Offenheit auch von Systemen. Und wir von Fortinet haben sehr früh in der Entwicklung das berücksichtigt. Das bedeutet, wir haben unsere eigene ASIC-Technologie entwickelt. Das unterscheidet uns sehr stark am Markt, dass wir reagieren können auf das Thema Performance. Wir sind heute sehr stark gefordert, weil wir immer mehr durch die Netze durchbringen, ist Performance etwas das, was in den Projekten gefordert ist. Skalierbarkeit, dass Kunden viel, viel mehr Anforderungen in dem Zuge der Digitalisierung haben, dass wir sagen, wir können auch in den IoT-Bereich reingehen und natürlich am Ende des Tages auch das ganze Thema Mandantenfähigkeit. Kunden werden flexibler, kaufen zu. Und ich würde sagen, Performance, Mandantenfähigkeit, Skalierbarkeit, das beschreibt aus unserer Sicht Enterprise-Fähigkeit. Verstärkt sind die Anforderungen natürlich am Markt heute, dass wir unterschiedliche Systemlandschaften haben. Von daher sehen wir uns als Fortinet auch gefordert, dieses zu integrieren. Wir haben von Anfang an auf das Thema einer offenen Schnittstelle, einer klassischen API gesetzt und sind heute in der Lage, alle führenden Hersteller in unsere Fabric mit zu integrieren. Und das wird von den Kunden sehr positiv angenommen. KI, ein starkes Wort, künstliche Intelligenz. Da muss man natürlich auch sehen, wo befinden wir uns heute. Wir sind heute in einer schwachen KI, also sehr stark in einer, ich will nicht sagen Insellösung, aber sehr stark in Bereichen, die geschlossen sind. Wir reden über autonomes Fahren, wir reden über Bilderkennungen. Unheimlich viel, dass wir neuronale Netze haben und unsere Machine Learning, also Machine Learning, Deep Learning, das sind Begriffe. Wenn wir das auf Cyber Security sehen, ist das noch ein Bereich, wo man sagen kann, gut, das kann man absichern. Spannend wird der Übergang zu einer starken KI, da wo die unterschiedlichen künstlichen Intelligenzen miteinander interagieren und noch mehr daraus lernen. Da sind wir gefordert im Bereich der Cyber Security, auch gefordert als Hersteller Fortinet, um dort noch tiefer mit reinzugehen. Und da sehe ich auch die Herausforderung für die nächsten Jahre, stärker reinzuarbeiten, sich stärker zu integrieren, um auch diesen Weg zur starken KI mitzugehen.